Diejenigen, die ihr Leben lieben, denen werde ich es nehmen. Die aber, die den Tod nicht fürchten, die werden ewig sein. So oder so ähnlich steht es, glaube ich, in dem dicken Buch mit dem Kreuz vorn drauf. Und da sollen ja offensichtlich und angeblich sehr weise Dinge drin stehen. Und ich habe also hier so einen Kameraden, so ein Gerippe, wo unser Kopf habe ich oben, wo ja unser Fleisch und Blut dran hängt. Das ist also diese Karosserie, dieses Gehäuse. Den Knochenmann bezeichnen wir häufig auch als den Tod und Skelette sind zum Fürchten. Kein Mensch würde sich vor einem Rohbau fürchten, kein Mensch würde sich vor einem Fachwerk eines Hauses fürchten, aber wir fürchten uns vor dem Tod. Das liegt möglicherweise daran, dass man uns beigebracht hat, der Tod wäre ganz was anderes als das Leben. Beziehungsweise der Tod wäre was anderes als die Geburt. Und da sind wir natürlich auf einem Holzweg, würde ich mal sagen. Weil die Geburt und der Tod sind ein und die gleiche Tür in den Lebensraum. Nur einmal geht es rein und einmal geht es raus. Aus diesem Gehäuse, aus diesem Körper. Und ein Gerippe ist letztendlich nur die mit Fleisch und Blut tapezierbare Hülle. Und Castaneda hat mir gesagt, freunde dich mit dem Tod an. Er sitzt immer einen Meter links neben deiner Schulter. Also mach ihn dir zum Freund, weil wenn du den Tod nicht fürchtest, dann braucht er dich auch nicht an jeder Straßenecke ereilen. Wenn du aber keine Angst mehr vor dem Tod hast, dann entsteht ein riesengroßes Problem für deinen Verstand. Er hat nämlich eine ganze Menge an Dingen plötzlich nicht mehr, vor denen er sich fürchten kann, weil sie ja letztendlich zum Tod führen. Das heißt, wenn diese Angst vor dem Tod endgültig weg ist, gibt es auch nichts mehr, was dich in irgendeiner Art und Weise ängstigen kann. Und wenn dich nichts mehr ängstigen kann, dann engt dich auch nichts mehr ein, weil Enge kommt von Angst. Und wenn diese Angst weg ist, wirst du frei und du wirst plötzlich ein Format an dir erfahren, du wirst ein Format an dir erleben, das kennst du noch gar nicht. Es ist nämlich deine wahre Größe. Und nicht umsonst hat Nelson Mandela 1994 zu seiner Antrittsrede gesagt, wir fürchten nicht unsere Kleinheit, sondern was wir wirklich fürchten, ist unsere Größe. Es ist unser Licht, das uns Angst macht. Und ich wünsche dir jetzt endlich, dass du dein Endlicht wahrnimmst. Und dich erkennst in deiner lichtvollen Größe, in deiner eigenen schöpferischen Grundgesamtheit, in der du dich hier in diesem Leben selbst erschaffen hast. Mit allem hinter dir, allem neben dir und allem vor dir. Und geh wie ein Licht in die Dunkelheit der Zeit und du wirst feststellen, da gibt es schon ganz, 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 ganz viele Lichter. Und es ist viel, viel heller, als du möglicherweise denkst, dass es ist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine lichtvolle Zeit.